Bam, 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 bam. Wo bin ich denn hier? Achso, stimmt, ich war ja bei Misty, ne? Stimmt, ja. Yeah. I really want to stay at your house. Warum treffe ich Panam eigentlich hier in meinem Apartment im Megagebäude? Habe ich dir nicht gesagt, hier Corpo Plaza? Oder kommt, will die jetzt zu jedem Punkt hinkommen? Wäre ein bisschen weird, ne? Shot by both sides. Geh zu Breeze Apartment Night City. Ah. Ah. Komm, geh mir dahin. Der nächste gelegene Punkt. Hey, Reise. Oh, stimmt, ich kann ja noch meinen. Ich bin noch ein Level up. Boah, was wollte ich rein? Weil ich glaube, Coolness, ne? Coolness wollten wir. Damit wie ganz cool ist. Weil ich brauche hier nichts rein investieren. Bin ich ehrlich. Bin ich ehrlich. Verleiht dir eine Stack-Präzision. Ausdauer-Regeneration und Ausdauerkosten. Und setzt die Dauer zurück. Alle Stacks werden nach Ablauf der Dauer entfernt. Spieltempo. Schießen aus der Hüfte. Panzerdurchdringung. Ja, Sturmgewehr und MP. Ja, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Aber was cool ist. Toll. Und ich habe da noch mal ein paar Punkte. Wenn Fokus sagt, du darfst vielleicht Granate aus der Luft beschießen. Nee. Jeden Band der Wirkung der neutralisierten Gegner. Nach Neutralisierung des Gegners das Ziel nachlesen. Ach, ich habe halt keine Ahnung, ne? Ich triff, dass ich in der Luft bin. Das sind immer so weirde Sachen. Ich weiß nicht. Ich finde das weird. Das echt weird. Da muss ich noch gucken, wo ich die Vorteilspunkte rein investiere. Bin ich ganz ehrlich. Das wissen wir noch nicht. Das wissen wir noch nicht. Ich glaube, das war die. Das war der Punkt. Wenn nicht, dann habe ich Pech gehabt. Ich bin kein Magier. Okay. Inventarmäßig geht's auf jeden Fall. 560. Weiß nicht, ob ich da auch hätte durch. Komm, ich probiere einfach mal. Ich gucke mal, ob ich durchgehen kann. Nein, verdammt. Ach, egal. Nein, komm schon. Ja, morgen. Morgen. Jetzt nicht. Ja, natürlich. Silverhand. Ziemlich protzige Bude für ein Journalistengehalt. Zu meiner Zeit lebten Reporter noch in einer kakerlakenverseuchten Abstellkammer mit geteilten Toiletten. Was ist das? Echt jetzt? Sieht das für dich nach einem Bambus aus? Du kannst mich mal. Buschiges Wachstum limitiert für natürlich, ne, emittiert für natürliche Umgebung. Das ist limitiert. Russische Reisen von diesem Jahr. Trocken. Bin
Finde die Bambuspflanze. Oh ja. Sieh mal einer an. Okay, was haben wir denn hier? Oh, interessant. Scheiße. Das Militech-Logo ist aus den 2010ern. Die Karte ist mindestens 60 Jahre alt. Die hat sie nicht von dem wühltischen Kabuki. Hm. Was genau plant diese Bree wohl? Ja. Yeah. Dogtown, magnetisch. Hey, du bist nicht Bree. Stimmt. Was machst du hier? Den Bambus gießen. Und du? In der Tür stehen. Was soll die Attitüde? Ich hab Lärm gehört. Dachte, Bree wäre wieder da. Ich hab sie lang nicht mehr gesehen. Ich wohne nebenan. Hab gedacht, ich sehe mal nach. Hier waren zuletzt zwielichtige Gestalten unterwegs. Was für Gestalten? Was für Gestalten? Weiß nicht. Wohnen jedenfalls nicht hier. Sahen aus wie Kleinstadtgangster. Obwohl, nicht mal das. Ja, Schläger. Okay. Weirder Dude. Sag Breezy, soll auf sich aufpassen. Stellt er sich einfach so weird an die Wand. Komm, ich schreibe jetzt einfach Hans eine Nachricht. Hab die Karte, was jetzt? Das ist lustig, er bleibt da so random stehen und wie ist so an seinem Gefühl, so zückt irgendwie sein, weiß ich nicht, ob der ein Smartphone hat oder ob die, ob er da an seinem Arm irgendwie rumtippt oder so. Er bleibt so in der Tür stehen, macht dann sowas anderes und er klotzt ihn die ganze Zeit. Er sich mit dem Kunden treffen, ich schicke die Koordinaten Erdgeschoss der verlassenen Gebäude in Dogtown, geh nach Einbruch der Dunkelheit hin und sei bitte unauffällig. Was kann ich für dich tun? Ja? Weird. Weirder Boy. Ich brauche ein Nickerchen. Nur ganz kurz. Ach, darum will ich mit dem Ding hier rein. Das ist nur schlimmer. Hä? Ah ja, okay. Sie will da rein, weil sich jemand drin eingeschlossen hat und sie will nur ein Nickerchen machen eigentlich. Sie braucht die Polizisten, damit sie die Tür einrammt. So nämlich. Triff dich mit Bree in mit dem Bree in Dogtown. Komm, dann geh ich einfach dahin. Dann machen wir kurz einen Cut. Und dann geh ich schnell nach Dogtown. Ach, dahin, ja, okay. Hier ist ein Geschenk von Panam. Sieh mal einer an. Butter für die Seele. Ist runtergefallen. What the fuck? Ich sehe schon, es wird wieder nichts mit mehreren Folgen jetzt nacheinander. Na gut, dann habe ich wenigstens die Folge für heute. Ich jetzt später wieder muss ich später wieder aufnehmen. Techi, ich habe übrigens noch ein bisschen Zeug gemacht. Damit ihr es wisst, ich habe mir jetzt noch dieses Mollon Lape gemacht in der Itemherstellung. Also ich habe hier ein paar ikonische Sachen gehabt, die habe ich geballert. Ja, wie auch, ich kann hier sogar noch Komponenten machen. Ich kann mir keine neuen Quick Hacks machen. Das fehlen mir noch 75. Ich habe mir ein paar Quick Hacks gemacht. Ich habe da sehr viel Ikonisches drin. Ja, ich habe mir hier eigentlich sonst nichts mehr gemacht. Und ja. I guess. Und ich habe halt noch ein paar Quick Hacks umgeändert. Ich habe jetzt mehr Legendäre mit drin und so. So. Ich habe aber keine Ahnung, wo ich hier noch solche Item-Komponenten herkriege, also fragt mich da bitte nicht. Kann ich da eigentlich irgendwas dazu ballern? Ich muss auch kurz gucken, wie funktioniert denn das eigentlich mit diesen Waffenmods? Wie kriege ich so einen Waffenmod in die Waffe mit rein? Ich meine, vorher war das immer bei der Herstellung, aber... Rucksack.
Das ist kein Premium-Kaviar. Weird. Kann ich nicht bewegen. Okay. Wo sind meine? Was Güter? Firecracker, ikonisch, Powerwaffen-Mod. Diese Mod kann entfernt werden, sie wird automatisch. Habe ich das jetzt auseinandergenommen? Nö. So, okay. Ich habe aber keine Ahnung, wie ich das Ding einbauen kann, ne? Oh, Pistole, Power-Schrotflinte, Power-Sturmgewehr. Ah ja, keine Ahnung, wo ich das da reinmachen kann, ne? Hier sind bis Aufsätze. Du bist auch eine Powerwaffe, ne? Ja. Und hier Mündungsbremsen, aber. Yippie. I don't know. Ich glaube, da müsste ich mir ein Video zu angucken. Hat sich so viel geändert. Oh, nimm den Aufzug zur untersten Ebene. Oh, danke. Ekelhaft. Ich sehe mich besser um. Er flimmert sogar, wie das Licht so ekelhaft ist es hier. Gefunden? Nein, doch nicht. Das ist doch hier, wo ich mit der Dings durch bin, ne? Warum flimmert hier immer meine Sicht? Das triggert mich irgendwie ein bisschen. Wir sind immer nur an den Stellen, also ich glaube, das ist vom Spiel gewollt. Harvest like a Reaper, alles klar. Reaper smiles upon you. Komme ich wieder hier raus. Oh, jetzt habe ich 501. Hab ich wieder ein Level abgehabt? Ja, hier flackert wieder. Ja, ich habe keine Ahnung. Dann laufen wir wieder da drüben durch. Aber ich habe mich irgendwie seitlich verlaufen, kann das sein? Junge, was ist das hier? 2013, Junge. Stehen bleiben! Bree, oder? Hans schickt mich. Du solltest doch erst nachts kommen. Hast du die Karte? Ist es nicht schon Nacht?
keinen Schritt weiter. Wolltest du die hier? Ah, ja. Sorry dafür, aber du weißt schon, ich kann niemandem vertrauen. Gut, gib mir die Karte. Wir sollten hier draußen nicht so dumm rumstehen. Okay. Ist ein bisschen paranoid. Na, hier ist deine Karte. Ja. Hättest du auch gleich sagen können, dass es um Militär geht. Hörst du mir überhaupt zu? Ja, ja, los jetzt. Okay, okay. Mal sehen, ob das hier funktioniert. Soweit ich weiß, war hier seit Jahrzehnten niemand mehr. Die Systeme sind von 2013. Bitte geh auf. Oh, hat geklappt. Einige Sicherheitssysteme könnten noch aktiv sein. Also, nach dir. Ich hoffe für dich, dass das jetzt keine Falle ist. Ja, inaktiv. Ja. Hier sind Geschütztürme, aber die sind offline. Komm rein. Shit. Karte funktioniert nicht. Moment, ich suche einen anderen Weg da rein. Da lang. Los geht's. Okay. Gehen wir davon aus, dass alles Warnrolf, ruf mich an, wenn du fertig bist. Ich bin gerade etwas beschäftigt, aber okay, passt. Melde mich, wenn es erledigt ist. Bisher hatten wir Glück, aber sei vorsichtig. Diesen alten System ist nicht zu trauen. Solche Geschütztürme sind in Reihe geschaltet. Wird einer davon gehackt, werden auch alle anderen aktiviert. Dann hack einfach keinen. Wie wär's damit? Oh, Scheiße! Alles sicher. Nun, immerhin funktionieren die Sicherheitssysteme noch. Gut, dass mich die Kamera halt einfach gescannt hat, ne? Vielleicht war es auch der Hack. Ich weiß es nicht. Weil die sowieso gesagt hätte, wahrscheinlich unautorisierter Zutritt und dann ballern die Geschütze los. Ach komm, ich pull die mal um. Ich weiß nicht, wie lange die jetzt mir gehören. Kann ich die nicht auch zerlegen? Ah, das war die Tür. Zum Öffnen. Ah, da geht's zurück. Die Mine könnte ich eigentlich. Ich glaube, es ist leichter, wenn ich die Mine einfach selber hacke. Oder nicht hacke, sondern entschärfe, weil dann kriege ich hier noch Punkte in meinem Techi. Au.
Dann bin ich hier verschrocken. Ja, in Minen reinzurennen. Fast geschafft. Okay. Scheint ein lockeres Ding zu werden. Ich glaube, es hat einen Haken. Geschafft! Der Mainframe! Der Host! Was will ich jetzt hier? Unfassbar. Da sind sogar Dateien vom dritten Konzernkrieg drauf. Jo. Militech hat damals echt alles versucht, damit Arasaka sie nicht von der Bühne verdrängt. Fuck. Die ältesten Dateien sind verschlüsselt. Moment. Hier sind neuere Aufnahmen von 2068. Wahrscheinlich kamen sie da zurück. Sieh's dir an. Okay. Aufnahme läuft. Senior Research Specialist Evan McRae. Es ist Tag 3 unserer Forschungsexpedition. Wir haben die Ausrüstung in den Bunker geschafft. Die alten Schienen funktionieren noch. Wahrscheinlich wurden sie früher genutzt, um Wärmetauscher aus dem Labor zu bringen. Hier gibt's massig altes Forschungsmaterial. Mal sehen, ob ich davon irgendwas verwenden kann. Die Schweine wollten das Projekt wiederbeleben. Okay. Was für ein Projekt? Also, Caesar hat eine der Datenfestungen geknackt und veraltete Codefragmente gefunden. Vielleicht Steuerbefehle für eine Waffe. Dann brauchen wir nur noch eine KI, die alles verbindet. Lisa testet die Blackwall auf potenzielle Schlupflöcher. Was? Stimmt. Tag 39. Danke, Lisa. Hörst du das? Die wollten durch die Blackwall. Wäre jetzt nicht so eine gute Idee, ne? Tag 50. 5-0. Uns wurde befohlen, die Zelte abzubrechen. Angeblich sind wir hier nicht mehr sicher. Caesar hat alles gepackt. Wir warten nur auf Lisa. Sie ist schon seit 2-3 Tagen im Bunker verlinkt. Sie will einfach nicht rauskommen. Sie versucht, die Daten aus den Festungen herunterzuladen, aber die könnten wir eh nicht mitnehmen. Genug. Ich gehe sie jetzt holen, Caesar. Scheiße. Das ist größer, als ich dachte. Militech wollte seine Waffentechnik mithilfe einer wilden KI aufpolieren. Unfassbar! Na klar, Militech und die übermächtige Geheimwaffe, weiß doch jeder. So wie jeder weiß, dass die Welt am Dienstag endet und Bartmoss in einem Kühlschrank überwintert. Wenn das bedeutend wäre, hätten wir darüber schon längst etwas gehört. Willst du mich verarschen? Hast du je von Soulkiller gehört? Stell dir jetzt ein ähnliches Projekt vor, nur von Militech entworfen. Sowas verändert die Welt. Aber nicht zum Guten. Zumindest nicht für Leute wie uns. Als hätten andere nicht längst versucht, die Blackwall KIs zu kontaktieren. Was ist daran so toll? Es ist eine Sache, wenn die Voodoo Boys in der Blackwall rumstochern. Aber einer der mächtigsten Megakonzerne mit einer wilden KI? Viel, viel schlimmer. Wenn die Leute erfahren, dass Netwatch Normalos jagt, aber den Konzernen freie Bahn lässt, stell dir die Empörung vor. Hast du, was du brauchst? Dann lass uns abhauen. Dante? Was? Was soll das werden? Du hast mich schon mal verarscht. Also, wer zum Teufel bist du? Dante Caruso. Special Agent von Militech. Keine Sorge. Ich bin wegen Bree hier. Du bist mir scheißegal. Ich wusste, dass sie sich hier irgendwo versteckt und du sie suchst.
Ich musste einfach nur abwarten. Danke dafür. Ich hoffe, du verteidigst sie jetzt nicht. Sie hat dir bestimmt jede Menge Bullshit erzählt. Nur sie hat euch gar nichts gesagt. Rui kann doch sprechen. Frag sie einfach selbst. Um was zu hören? Noch mehr Lügen? Daran ist die einsame Spitze. Sie hat für uns Artikel geschrieben, in denen sie die Konkurrenz diffamiert. Ah, jetzt drehen sich die Rädchen. Ja, Rui hat für Militech gearbeitet. Shit. Hätte ich mir ja denken können. Es ging nur um den verfickten Streit zwischen Anzugratten. Nicht um verborgene Konzerngeheimnisse. Hat er dir deine Beförderung versaut oder dir den Kaffeebecher geklaut? Nein, so war das nicht. Hab nur für Militech geschrieben, um auf ihr Archiv zuzugreifen. Du musst mir glauben, der will mich aufhalten, weil ich zu viel weiß. Noch so ein Missverständnis. Du hast keine Ahnung, was ich denke. Andersherum schon eher. Du bist doch nur eine Opportunistin. In wessen Tasche steckst du jetzt, hm? Arasaka, Netwatch, der Trottel, von dem du Daten geklaut hast, Cesar Mijares. Du weißt, dass sie ihn gekillt haben, oder? Wovon redest du? Rui geht's nur um die Kohle. Nur wegen ihr wird jeder umgebracht, der sich für das Projekt interessiert. Dich mit eingeschlossen. Willst du auch drauf gehen? Er will uns nur Angst machen, Vi. Das weißt du. Sorry, Bray. Halt ihn auf, Vi! Das Labor ist nicht groß genug für uns beide. Los, erledige ihn! Denk nach. Willst du dein Leben für sie riskieren? Ach komm. In Deckung! Du lässt mir keine Wahl. Oh. Oh, all reliable. Okay. Du kannst rauskommen. Danke, Vi. Tausend Dank. Was hat Dante gemeint? War da vielleicht was dran an seinem Gelaber? Echt? Der Typ wollte uns gerade umlegen und dich interessiert sein Gelaber? Ja, ich hab ein paar Scheißartikel für die geschrieben. Musste ja Miete zahlen. Aber das Ding ist, irgendwann wacht man auf und bemerkt, dass man sein ganzes Leben verschwendet. Und ja, bei mir hat's geklappt. Hab mein Leben umgekrempelt. Jetzt stehe ich hier. Was hast du jetzt vor? Was wirst du jetzt tun? Ich liege das. Und dann mache ich lange Urlaub. Weit, weit weg von allen, die mich suchen. Vor allem von solchen Konzernkellern. Hast mir echt geholfen, Vi. Geh ruhig vor. Ich schnapp mir noch die letzten Dateien. Okay. Well. Okay, die Kundin ist zufrieden. Eine Bezahlung ist unterwegs. Dann will ich doch hoffen. Danke für die Kohle. Die Kundin ist zufrieden, ich bin zufrieden. Damn, shot by both sides.